Guten Abend, liebe Teilnehmer. Ich bin Barthold mit dem weißen Bart. Ich danke euch allen, dass ihr noch nicht geflüchtet seid. Ich will mich kurz fassen. Erstens, es gibt den Plan, dass ein ehemaliges Bundeswehrgebäude in der Sophienterrasse genutzt werden soll als Unterkunft für Flüchtlinge. Und es gibt dagegen einen Verein, der auch dagegen protestieren will. Und ich möchte eine öffentliche Veranstaltung organisieren mit Leuten, die mitdenken, wo die Leute ihre Meinung sagen dürfen, in beiden Richtungen. Also auch der Rechtsanwalt sprechen darf, wenn er Lust hat, der die Anwohner vertritt und auch ein Vertreter derer, die die Flüchtlinge da reinhaben möchte. Wer mir helfen möchte dabei, das zu organisieren, der möge sich bei mir melden, wenn ich mit dem Reden fertig bin. Zweitens, ich möchte eine Veranstaltung organisieren in absehbarer Zeit zum Thema falsche Anschuldigungen und Rechtsbeugung durch Hamburger Polizei und Hamburger Justiz. Ich habe da eigene Erfahrungen, ich werde da gerne darüber berichten. Wer da teilnehmen möchte, der möge sich bei mir melden, wenn ich mit dem Reden fertig bin. Denn ich muss einen Raum besorgen, der auch in der Größe dazu passt. Also nicht zu groß, nicht zu klein. Das war das zweite Thema. Drittens, es gibt dieses merkwürdige Phänomen der Organisation ISIS oder IS. Und ich habe das Gefühl, dass ein wichtiges Problem ist, das Verhältnis innerhalb der Türkei. Das ist mein Gefühl, muss nicht stimmen. Die türkische Regierung hat offenbar Angst vor den Kurden. Und deswegen sollen die Kurden möglichst keine Waffen in die Finger bekommen. Ich schlage vor, dass wir versuchen, sowohl Kurden als auch Türken, also Nicht-Kurden, zusammenzubringen in Hamburg, dass sie mal beraten darüber, wie man Frieden in der Türkei organisieren kann. Ich denke, wenn die Leute es nicht in Hamburg nicht schaffen, dann schaffen die Türken auch nicht in der Türkei. Das war das vierte Thema. Ja, das vierte Thema ist, es gab in Köln eine Übung für den Bürgerkrieg. Kennt ihr aus dem Fernsehen. Und ich möchte, dass wir wachsam sind gegenüber Ereignissen und Personen, die den Bürgerkrieg nach Hamburg tragen wollen. Ich möchte, dass wir die Schuldigen aufdecken, dass wir Aktivitäten aufdecken, uns dagegen wehren, so gut es geht, und auch beobachten, was da passiert, wenn es denn passiert. Dass wir wissen, wer macht hier was. Die wollen keinen Bürgerkrieg. Nicht in Hamburg, auch nicht in Köln, auch nicht anderswo. Dankeschön. Tschüss. Danke. Achtung, der Fuß.